erstmal sind wir sehr stolz auf diese Auszeichnung, freuen uns sehr. Überhaupt in dieser Auswahl drin zu sein, ist schon eine Ehre für uns. Die Auszeichnung ist für uns ein Beleg für die Kundenzufriedenheit. Der Innovationspreis, den wir gemeinsam mit der Firma Pluradent vor nun mehr als 10 Jahren ins Leben gerufen haben, hat das große Anliegen, die Zahnärzte zu befragen, was sie als innovativ im Markt empfinden, sozusagen als Gegenspiegel zu dem, was Industrie und Handel im Markt kommunizieren. Es wird ja viel in Forschung und Entwicklung investiert. Es ist aber selten ja so, dass man sagt, jetzt sind es wirklich Schrittinnovationen, sondern es sind eher die kleinen Schritte. Innovationen bedeuten erstmal Verbesserungen. Es kann etwas sein, was es einfacher macht. Es kann etwas sein, was es besser macht. Es kann etwas sein, was es schneller macht. Auch dazu muss man investieren. Und um hier auch ein Stück Mut zu geben, ich glaube, da kann der Innovationspreis schon seinen Beitrag zu leisten. Der Innovationspreis leistet aus meiner Sicht 2 Dinge. Zum einen, gerade über die Auswahl der Innovationen, dass es ein Ansporn für Industrie und Handel ist, in diese Liste aufgenommen zu werden. Und zum anderen bringt es auch eine gewisse Orientierung für die Zahnärzteschaft, dass man mal schaut, oder hat einer den Preis gewonnen, das Produkt gucke ich mir mal etwas näher an. Wir haben heute den Innovationspreis für unseren Kombinationsautoklaven DAC Universal erhalten. Mit dem Gerät kann man bis zu 6 Turbinenhand- und Winkelstücke in nur 16 Minuten komplett aufbereiten. Wir haben also einen All-in-One-Prozess, der den Prozess für die Praxis deutlich wirtschaftlicher gestaltet, aber vor allem auch höhere rechtliche Sicherheit im Sinne der Reproduzierbarkeit, der Dokumentation und vor allem der Validierung und Revalidierung des Prozesses in der Praxis bringt. Wir haben den Innovationspreis bekommen für den VDB Connect Drive Motor. Ein appgesteuerter Motor, kabelloser Motor, der wenig Platz braucht, der einfach einzusetzen ist und der sowohl rotierend als auch reziprok arbeitet. Wir sind heute ausgezeichnet worden für die iSpecial C2. Das ist eine Digitalkamera, die speziell für die Zahnarztpraxis entwickelt worden ist. Die Kamera zeichnet sich durch eine besonders einfache Handhabung aus. Sie ist sehr leicht, dient der Dokumentation, der Kommunikation und kann nicht nur vom Zahnarzt, sondern auch von der Helferin angewandt werden, sodass sie delegierbar ist. Wir freuen uns, das Monobond Edge in Breim, dass es heute hier eine Auszeichnung bekommen hat, und zwar den ersten Platz. Monobond Edge Prime zeichnet sich aus dahingehend, dass es in der Praxis, in der Anwendung sehr einfach ist. Ein Ätz- und Signalisierungsmittel für Glaskeramiken, ein Schrittsystem mit dem einzigartigen Vorteil, dass die bisherige Flusssäure aus der Praxis eliminiert werden kann. Wir haben heute den 2. Preis erhalten für unsere Endopfeile, das reziprok arbeitende System Waveform Gold. Es bietet neben Zeitersparnis, einer erhöhten Flexibilität, eine deutlich sichere Aufbereitung von Wurzelkanälen für den Patienten. Herr Rius Kulzer wurde heute mit dem Innovationspreis zu iBond Universal ausgezeichnet. Und kurz zusammengefasst ist es ein Universalbonding, das klebt einfach alles. iBond Universal kennzeichnet sich durch eine sehr einfache Handhabung und durch viele verschiedene Indikationen und Anwendungsmöglichkeiten. Insbesondere das neue Tropfensystem ermöglicht ein sehr präzises Tropfen. Wenn wir heute Innovationen haben, und wir sind ja hier in einer Klassikstadt, hoffen wir natürlich, dass die Innovationen von heute die Klassiker von morgen sind. Also ich hoffe, dass es den Innovationspreis in weiteren 10 Jahren immer noch in der Art und Weise geben wird. Für uns als Unternehmen ist diese Veranstaltung eine sehr schöne Plattform, um innovative Produkte vorzustellen und diese natürlich direkt von unseren Kunden, den Zahnärzten und Zahnärztinnen, testen und prüfen zu lassen. Man wird sicherlich angepasst auf die Zeit mit unterschiedlichen Medien demnächst mal arbeiten müssen, das heißt mehr Internet-Voting machen, das dort intensiver zur Verfügung zu stellen, vielleicht mit ein paar Filmchen noch begleiten, dass die Zahnärzteschaft auch
noch einen besseren Überblick bekommt über die Produkte, die die Industrie dann auch eingereicht hat und die Fachjury dann nominiert hat.